Also gut, Freunde, heute mit einem wirklich geilen Opening, denn wir haben das One Piece G5 Luffy Set auf Englisch endlich. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Ich bin sehr darauf gespannt, was wir gleich pullen werden. Karten jeglicher Art könnt ihr gerne bei meinem Partner Gate to the Games abchecken. Der Link ist in der Beschreibung und aktuell über Weihnachten vom 22. bis zum 26. Dezember spart ihr mit meinem Code OSERUXMES 8% und außerhalb davon mit dem Code OSERU 5%. In dem Display, das ist ja die Sache jetzt, also im Englischen ist er doppelt so viel wie im Japanischen. Und wir haben hier drei Manga-Rack-Charaktere, also Luffy, Kid und Law. Aber auch außerhalb davon wirklich richtig geile Karten, eine signierte Karte von Oda beispielsweise. Ich meine, es wäre natürlich genial, wenn wir an irgendeinem Manga-Rack ziehen, sonst nicht. Ich habe zwei Displays im Japanischen geöffnet und ich hatte da zweimal nur eine normale Secret Rare, meine ich. Wobei, nee. Nee, ich hatte einmal den normalen Secret Rare Luffy und ich glaube einmal alternativ wieder Corazon. Kann das sein? Ist der alternativ wieder Corazon hier drin? Ich weiß nicht. Vielleicht werden wir es ja gleich wieder sehen hier im Pack. Ich habe schon vergessen, ey, so viele Karten, die ich öffne. Ihr könnt alle Openings gerne abchecken und euch gerne merken, wir haben ein Opening im Monat, mindestens. Sowohl im Livestream twitch.tv/osorusthrones, Links in der Beschreibung, als auch auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr diese nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Follow da. Und ja, ich mach mal am Anfang ein bisschen langsam. Ich schon ein bisschen an das Set gewohnt, weil ich es im Japanischen zweimal geöffnet habe. Aber im Englischen SRPK direkt. Ja. Im Englischen, wie gesagt, haben wir doppelt so viel drin, also erwarte ich auch zwei Hits. Im Idealfall sind es natürlich zwei alternative Karten. Aber wir schauen einfach mal, was wir bekommen und was nicht. Ihr könnt mich im Endeffekt wissen lassen, wie ihr die Karten so findet. Ja. Das Brutale ist auch noch, dass Set 6 japanisch auch diesen Monat rauskommt und wir es im besten Fall öffnen. Und dort ist die Manga Red Zoro aus Wano. Secret Rare ist ebenso Zoro aus Wano, also King of Hell gegen Ifrit Sanji. Also Ifrit Sanji ist auch eine Secret Rare. Aber Zoro hat die Manga Rare bekommen. Oh, SR Rebecca. Hey, krass, wir haben schon zwei SR Back-to-Back gezogen. Karte sieht echt nice aus. Ja. Falls ihr die Manga Red Zoro nicht gesehen habt, googelt mal danach oder schaut es euch an. Die sieht crazy aus. Finde ich. Genau, also ist King of Hell Zoro gibt es im nächsten Set quasi. Aber japanisch. Bei uns wird das noch dauern, bis es rauskommt, das japanische. Also Set 6 auf Englisch. Das meine ich. So, Heck. Doflamingo, Don Quixote. Beppo, wie cool. Und dahinter haben wir. Oh mein. Das ist Alternativ-Kit. Junge, die ersten drei Booster ganz oben links hatten direkt drei Hits? Oh mein Gott! Wir haben direkt die erste alternative Leaderkarte. Nicht Leader, sorry. Die alternative Karte. Also Parallelart aus dem Display. Und zwar von Kit. Die Karte hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Findet ihr die Karte? Finde ich schon nice, so vom Artwork. Bisschen realistisch gehalten, gefällt mir an sich. Aber das kam total unerwartet. Also ich hätte es nicht gedacht, dass wir einfach in den ersten drei Boostern drei Hits hatten. Also zwei SR und eine Parallelart direkt. Ich hoffe, unser zweiter, also Big Hit, ist keine normale Secret Rare, sondern noch eine Parallelart. Warte mal, kann das Display mal kurz ein bisschen langsam machen? Weil wir, wie gesagt, schon aus den ersten drei Boostern einfach direkt Hits hatten. So, schauen wir mal. Wenn jetzt hier nochmal was kommt, dann ist es ja verrückt. Imagine, ihr geht in den Laden und durch die ersten drei Booster. Sa noch eine SR? SR Sabo. Imagine Error Display. In jedem. Nein, 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 das geht gar nicht. Imagine, in jedem Booster ist ein Hit. In jedem Booster mindestens eine SR. Imagine. Ich habe einfach so ein Error Display bekommen. Nein, nein, nein. Jetzt muss aber aufhören. Jetzt muss es aufhören. So, jetzt muss es aufhören. Nein, das kann gar nicht sein, Leute, ne? Wir hatten jetzt einfach nur brutal Glück.
Einfach Gott-Display. Ja, was ganz Neues. Ja, jetzt hat's aufgehört. Boom. Photofoil Lily. Okay. Gut, so, jetzt können wir uns erstmal ein bisschen beruhigen und drum reden, spekulieren, was sie vielleicht hier noch so pullen. Also ich wage mich zu erinnern, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich habe es nämlich schon ein bisschen her. Ich glaube, die weiteren Parallel... Oh, es gibt ja auch noch diese Special Parallel Arts, oder? Ja, genau. Von den, zum Beispiel Dinami in so einer Special Illustration und so. Plus, ich glaube auch von den. Das ist. Yeah, das ist die. Guck, das ist die SR-Hit und wir haben seine Parallelart gezogen. Interessant. Die von den verschiedenen Königreichen, zum Beispiel Doflamingo und Crocodile und so, als Parallelart gibt es auch noch. Eieieiei, okay. Warte mal, die Parallelart Corazon-Lieder. Habe ich die aus. Ist die im fünften Set oder aus dem vierten? Weil aus dem vierten gab es viele Corazon. Aber aus dem vierten gab es auch Secret Rare Corazon und die Parallelart. Aber war der Leader auch im vierten oder im fünften? Im vierten? Junge, was? SR Bosalino? Junge, was ist hier los? Wir ziehen die ganze Zeit Hits. Wir haben schon fünf SR gezogen und eine Parallelart. Aber was habe ich dann? S, vierte, oder? Ja, schaut mal bitte jemand nach, weil ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern, weil ich weiß gerade nicht, was ich aus dem ersten japanischen G5 Booster gezogen habe. Was hat sich da gepult? Aus den zweiten war es ein normales Secret Luffy G5, aber was war es aus dem ersten? Ich hab das gar nicht mehr. Die Altart Corazon Leader ist aus Set 5. Vielen Dank, dann war es doch er. Dann war es doch er. Dann, okay, gut. Imagine ich ziehe nochmal. Egal. Ich feier Corazon. Rein damit. Satori into. Oh, ich dachte gerade, okay, also normale Eventkarte, ohne Foil. Das sah so ein bisschen fancy aus, mit dem goldenen Randungen. Imagine einfach nach 6 Hits, den Preis für Display wieder raus. Das weiß ich gar nicht. Das sehe ich dann, wenn ich das editiere. Aber darum geht es ja primär nicht. Es ist halt nur krass, dass wir in den ersten so und so viel Boostern direkt die ganzen Hits mehr oder weniger bekommen haben. Also, die waren alle ganz oben. Oh, Koala. SR. Schon wieder eine SR. SR Koala, unsere sechste SR einfach. Und ich bin nicht mal bei der Hälfte vom Booster. Junge. So. Nola. John Giant einfach. Was ein Name. Okay, pro Display sollten 7 SR sein. Wir haben schon 6. China. Karos. Okay. Da war jetzt nichts drin. Es wird spannend. Leute, was glaubt ihr? Also der zweite Big Hit. Glaubt ihr, es wird eine Parallelart oder ein normales Secret Rare? Also normale Secret Rare sind ja G5, Luffy und Kaido. Mein Kaido habe ich nicht. Wenn es ein normales Secret Rare wird, dann okay. Kaido wäre nice. Ich habe G5 nämlich auf Japanisch, den normalen Secret Rare. Aber eine Parallelart. Ich finde die Parallelart nämlich immer übertrieben interessant. Das wäre geil. Wenn wir da eine Parallelart ziehen und keine normale Secret Rare. Ja, Parallel wäre echt geil, ey. Gestern mein erstes Display aufgemacht. Einfach Altart Sakazuki gegen gezogen. Und Special Rare Loose. Oh, Special Rare. Krass, Alter. Das ist ein geiles Set. Ja, Set 5 ist wirklich ein richtig geiles Set, finde ich auch. Definitiv. Und eigentlich ist es auf Englisch erschienen. Oh nein! Wir haben die normale Secret Rare Luffy. Genau die habe ich auch. Ich finde es aber geistkrank. Ich dachte am Anfang, das wäre nicht die normale, weil die Karte so geil aussieht. Die normale ist, die Parallele ist aber die normale Pose. Das aber die normale Secret Rare. Ich meine, wir könnten noch ein Hit haben. Ein Big Hit. Ne, ist schon oft passiert tatsächlich, dass ich zwei Hits hatte und dann noch was trotzdem. Wir könnten immer noch eine Alternative haben oder irgendwas anderes. So ist nicht. Ich hoffe es. Geil wär's. Ich meine, wir haben schon am Anfang richtig viel gepult. Vielleicht ist ja ein Stack Display. Ich wäre dabei. Hatte ich schon ein paar Mal tatsächlich, dass ich zwei Parallelarts hatte und eine normale Secret Rare. Oder Parallelart, normale Secret Rare
Und dann noch, oh, die Don-Karte. Und dann noch, eine alternative Lieder zum Beispiel. Das ist die Don-Karte von dem Set mit Kaido. Mit oder gegen Kaido, je nachdem. Wir haben noch, ich glaube, jetzt sind wir so ungefähr bei der Hälfte. Also wir haben schon noch, wir hätten schon noch eine Möglichkeit, Leute. Oh mein Gott, Alter. Okay, was kriegen wir? Was ziehen wir? Baby Five into Kira. SR Killer. Okay. Es wird spannend, es bleibt spannend. Da kommt safe noch was. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich glaube so. So. Vertigo into Mauling, das war's, okay. Eieiei. Mich würde mal so interessieren, habt ihr mal ein Opening geschaut von jemandem, der eine Manga-Rare gezogen hat, was er noch außerhalb davon gepult hat in dem Set? Ob es zum Beispiel nur eine normale Secret Rare war und dann die Manga-Rare oder er auch Parallel-Art hatte und dann Manga-Rare und so weiter und so fort. Also, ob ich jetzt hier noch hoffen kann, ein bisschen, ne? Darum geht's. Schauen wir mal. Ach, die haben den Sangoro genannt. Cool. Okay. Weiß nämlich nicht, auf was ich mich jetzt einstellen kann oder so. Ich meine. Oh, SR Law. Das ist unsere siebte SR, also könnte sein, dass wir mit den SR durch sind. Ich hab noch. Boah, ich hab noch einige Packs, ey. Vier? Wir haben noch sieben Packs? Komm, da muss doch noch was droppen. Ey, oh, bitte. Okay, wir schauen mal. Bin ohne Witz ein bisschen nervös geworden jetzt tatsächlich. Baby Five, okay. So. Wir haben tatsächlich noch eine Parallelart gezogen. Aber Baby Five. Ich meine, die Karte sieht cool aus, ne? Aber so vom Hype. Ich glaube, Baby Five ist jetzt nicht so krass Hype, aber die Karte sieht trotzdem cool aus. Ah, okay. Wollen wir die dann in so vielleicht. Nice, aber schade. Ja, komm, wir öffnen die mal im Schnelldurchlauf. Weißt du was, bedanke mich fürs Zusehen vorab. Falls ihr, wie gesagt, Karten jeglicher Art abchecken möchtet, so könnt ihr das gerne bei meinem Partner machen. Gate to the Games, der Link ist in der Beschreibung. Mit dem Code OSO, du spart ihr 5% auf euren Warenkorb. Falls euch der Teil holt, viel Glück, definitiv. Eieiei, okay. Damn! Ich meine, geil, upsa, dass sie halt noch eine Parallelart gezogen haben. Definitiv geil. Aber hätte es was anderes sein können? Schon Baby Five, ey. Die erste war nice, Kid. Die nehme ich an. Zum Beispiel Law. Parallelart Law zum Beispiel. Imagine Parallelart Law. Das wäre krass gewesen. Aber ja. Dreams. So, was haben wir noch? Zwei letzte Packs. GG. Die zwei letzten Tracks für heute. Na, na, na. Oh, wie cool. Rocinante Holo voll. Artwork sah geil aus. Und das letzte Pack. Aber, ich meine, nehme ich an, das war trotzdem ein gutes Display mit zwei Parallelarts. Die Parallelarts hätten zwei. Also, Kit ist nice, wie gesagt. Achso, es sind zwei. Dawn-Karten jetzt drin, ne? Okay, ja.
Ja. Ja, Kid lebt. Baby Five lebt auch. Secretary Luffy, normale, lebt ebenso. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.